Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich möchte heute gern auf eine Frage eingehen hier aus der Online-Community vom Sebastian Zeuzem. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Frage zu stellen. Der schreibt: Hallo liebe Mitglieder, ich habe eine Frage zur Immobilienaufstellung für die Banken bei einer Finanzierung. In jeder dieser Aufstellungen, die ich bisher gesehen habe, wird der Kapitaldienst der Netto-Kaltmiete gegenübergestellt. Warum spielt denn der Aufstellung der nicht umlagefähige Teil des Hausgeldes keine Rolle? Dieser hat doch auch einen erheblichen Einfluss auf meinen Cashflow. Noch eine Zusatzfrage: Ist meine Information richtig, dass die Banken die Restschuld multipliziert mit 7% ins Verhältnis mit der Jahresnetto-Kaltmiete abzüglich 25% Risikoabschlag setzen, um die positive bzw. negative Beeinflussung der Bonität durch die Immobilien festzustellen? Gruß aus Ratingen, Sebastian. Okay, ich fange mal jetzt oben an mit der ersten Frage. Also grundsätzlich, warum steht das in der Immobilienaufstellung nicht mit drin? Oder warum wird danach nicht gefragt? Also es gibt auch Aufstellungen, wo danach gefragt wird und ich kenne auch Banken, die solche Aufstellungen verwenden, also die da detaillierter fragen, die allermeisten allerdings nicht. Das hat einen relativ pragmatischen Hintergrund. Also es wäre jetzt für die Bank natürlich jede Hausgeldabrechnung dann nochmal von dir anfordern zu müssen und prüfen zu müssen, also einfach ein zusätzlicher Prüfungs- und Dokumentationsaufwand, der aber überhaupt nicht notwendig ist, weil Banken natürlich auch Erfahrungen haben, was Verwaltung und Instandhaltung einer Immobilie kostet oder an Kosten verursacht. Und das sind ja im Wesentlichen die beiden Punkte des Hausgeldes, die nicht umlagefähig sind, die Verwaltergebühr und die Instandhaltungsrücklage. Und da wissen einfach Banken, da arbeiten Banken einfach mit Pauschalen. Und zu diesen Pauschalen kommt dann, wie gesagt, wir reden jetzt hier nur im Bereich von Eigentumswohnungen. Dazu kommt noch dazu, dass man ja eigentlich für sein Sondereigentum, da zwingt einen jetzt keiner zu, aber dass man dafür auch eine Rücklage bilden sollte. Und dass man natürlich auch Rücklagen bilden sollte für das Thema Mietausfallwagnis, also wenn man jemand nicht bezahlt oder wenn eine Wohnung mal aus irgendeinem Grund halt leer steht eine gewisse Zeit. Das sind halt einfach Kosten, die im Zusammenhang mit einer Immobilie entstehen. Und das rechnet die Bank nicht jeweils alles einzeln nach, sondern arbeitet da einfach mit einem Abschlag von 20% auf die Kaltmiete, außer du bist jetzt irgendwo in einer strukturschwächeren Region unterwegs, wo halt vielleicht eher mal irgendwie eine Miete ausfällt oder auch mal der Vermarktungszeitraum in der Neuvermietung länger ist, dann rechnen Banken da auch mit 25 bis 30% Abschlag. Also deswegen fragen die allermeisten Banken nicht einzeln danach, weil es unnötig ist, sondern weil da halt mit Pauschalen gearbeitet wird und weil da einfach um das manuell wäre. Ich meine, wenn jetzt jemand schon 10 vermietete Wohnungen hat, welcher Banker soll denn Spaß dran haben, da irgendwie dann 10 Hausgeldabrechnungen zu lesen? Insbesondere wahrscheinlich noch von den letzten Jahren und die für die Zukunft, was geplant ist, irgendwie den Wirtschaftsplan auch noch. Also das ist einfach unpraktikabel. Deswegen wird da üblicherweise nicht danach gefragt. Kleine Anmerkung noch, ja, natürlich hat das Hausgeld einen Einfluss auf deinen Cashflow, aber die allermeisten Banker interessieren sich gar nicht so für deinen Cashflow aus der Immobilie, sondern die interessiert mehr, ob du insgesamt dein Geld zurückbezahlen kannst, also ob sie möglichst stressfrei Zins und Tilgung vereinnahmen können. Jetzt noch die Zusatzfrage. Also schreibst du ja noch eine Zusatzfrage. Ist meine Information richtig, dass die Banken die Restschuld multipliziert ins Verhältnis mit der Jahresnetto-Kaltmiete abzüglich 25% Risikoabschlag setzen, um die positive bzw. negative Beeinflussung der Bonität durch die Immobilien festzustellen? Ich muss sagen, ich habe jetzt echt noch niemanden gelernt, der das kennengelernt, der das so kompliziert ausgedrückt hat. Aber im Wesentlichen gibst du ja mit deiner Zusatzfrage schon deine Antwort auf deine erste Frage mit den 25% Risikoabschlag. Also diese 25% Risikoabschlag, die du jetzt hier ansprichst, die ich eben erklärt habe, das nimmt ja die Bank bei der
bei der Betrachtung der Bonität und bei der Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit nicht einfach so oder weil die das irgendwie toll finden, sondern wie gesagt, diese 25% Risikoabschlag bei den Kaltmieten nehmen die halt. Also das ist jetzt nicht nur rein Risikoabschlag, aber ist natürlich in den 25% ist eine Risikopauschale für Nichtzahler drin. Aber damit sind halt auch solche Dinge wie das Hausgeld dann abgegolten. Und ja, deswegen halt werden deine Einnahmen nur zu, in dem Fall dann 75% werden deine Mieteinnahmen nur zu 75% deinen Einnahmen oder als Einnahmen hinzugerechnet. Ja, Restschuld multipliziert mit 7, die Bank schaut, was ist da für eine Restschuld und kannst du dir diese Restschuld auch auf einem höheren Zinsniveau leisten? Und da gibt es halt manche Banken, die rechnen, ob du, also jetzt üblicherweise ist ja, kriegt man Finanzierung ja schon irgendwie für 2% Zins, 2% Tilgung. Ob es jetzt in der Niedrigzinsphase gerade so eine niedrige Anfangstilgung klug ist, nochmal ein anderes Thema. Aber irgendwie kriegt man ja im Moment Finanzierung so mit einer Annuität, also so mit Zins und Tilgung zwischen 4 und 5%. Und wenn jetzt das Zinsniveau schon wieder dahin kommt, wo es schon mal stand, und das war ja sogar im Immobiliardarlehensbereich schon mal ein zweistelliges Zinsniveau, im historischen Durchschnitt der Zinsen, glaube ich, irgendwo bei 7%. Die Bank schaut unterm Strich, das ist mit den 7 oder manchmal 6 oder 8% gemeint, kannst du dir deine Restschuld auch auf einem höheren Zinsniveau leisten. Das sind so die beiden Parameter und deswegen ist halt auch eine vollständige und wahrheitsgemäße Immobilienübersicht so wichtig. So, lieber Sebastian, ich hoffe, ich konnte dir damit deine Frage beantworten.